kommen fort am besten gleich dorthin. Bringt doch eh nichts mehr um. Wird er jetzt noch beladen? Jetzt ist es eh weg. Danke, dass ich diese Strecke noch bauen durfte. Fahrplan kann nicht kopiert werden? Warum denn nicht? Es muss doch gehen. Oh, jetzt habe ich das Falsche bearbeitet. Ich bin auch so ein Trottel. Hier wäre meine aussagekräftigere Fehlermeldung sinnvoll gewesen, von wegen hier kann nicht vom eigenen Fahrzeug kopiert werden oder sowas. Aber nee, stattdessen muss irgendwas Nichtssagendes. Da kommt wieder die Lok mit dem coolen Sound, die wartet hier gerade. Bis ja meine Lücke frei ist, jetzt kann sie rausziehen. Kann eigentlich noch ein Signal reinstellen, so. Hier ist jetzt der Tunnel. Staut sich's wieder am Tunnel. Da müsste man eigentlich auch nochmal analysieren, warum das staut. Wahrscheinlich, weil die alle hier abbiegen wollen und das geht nur auf dem Gleis. Hätten wir nicht hier das so bauen, dass sie dann dort auch hier den rechten Tunnel nehmen können, fahren, entlangfahren, wetten. Wetten, 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 wetten. Das ist so, dass der hier, der blaue, dass der gleich hier rechts reinfährt. Ja, habe ich mir doch gedacht. Na gut, er muss dann hier hinten wieder mergen, aber eigentlich könnte ich auch den Abzweig hier unten verbinden. Na gut, das ist so oder so eine Stelle, wo der Zug dann mergt. Ob er das dann hier macht oder hin. Also mergen ist halt zusammenführen, die Strecke. Ob das nun dort hinten macht oder nicht, ist dann, glaube ich, auch Wurst oder Käse, wie man so schön sagt. So, wir machen jetzt das Ding hier weg, was wir gerade so schön gebaut haben. So, hinten ist schon wieder so viel, 1000 Tonnen Holz. Können wir nochmal ihnen schicken. Oh ja, das sind die neuen... Ah ne, Quatsch. Was ist Holz? Der hier? Zack. Oh, eine Diesel, eine M220D2 Diesel-Lok. Gibt es auch eine neue Diesel-Lok? Sieht die ästhetisch aus? Aber ich hätte gerne mal schnellere Wagen, bitte. Das ist diese hier. Prototype Engine Never Manufactured. Ich denke mal, wenn das ein Prototyp ist, dann sollte man die vielleicht auch nicht so exzessiv einsetzen, oder? Haben wir da irgendwas? Ja, also, ich würde sagen, das Thema Holz, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ist jetzt soweit durch. Wir haben jetzt alles so in alles, was so ein bisschen zusammensteht, die Wälder haben wir angebunden. Also diese einzelnen, die hier so rumstehen, na gut, das könnte man hier oben, die drei könnte man auch noch irgendwo verteilen oder hier die neu gebauten, aber das machen wir dann irgendwie mit der Zeit. Hier ist eh so, na gut, hier ist überschaubare Holzmenge drin. Na komm, ich baue ja unten den jetzt doch mit ran. Weil ich eigentlich dann immer mal so gucken. Na gut, dann ist das halt jetzt so ein immer mal so gucken Moment, wo man schaut, was es Neues gibt an Industrien hier holztechnisch und die dann bei Bedarf anbindet. Machen wir jetzt einfach mal, gucken dann natürlich noch, was so abgeht. Ne, das ist der falsche. Gucken dann natürlich noch, was so abgeht in Richtung, wo viel drin ist, wo man noch ein paar Loks raushauen könnte. So, der hier, der geht aber nicht dorthin, ne? Ja, da müsste man... Ja, das ist natürlich doof, ne? Egal wie man es baut. Das passt da nicht wirklich.
Eben in der Donauwals, das ist der dort hinten. Na gut, da hat man eh nicht groß gemacht. An der Stelle. Zack, nach hier beladen, umladen. Wieder zwei Fahrzeuge, Abfahrt und dann ist hier noch einer, den nehmen wir auch noch mit. Ganz schöner Verkehr, ne? Wir holzen hier den ganzen Wald ab, also es ist wahrscheinlich nicht gut fürs Klima, was wir hier machen. Und den hier oben machen wir dann auch noch. Aber da muss man natürlich auch die Stehstraße vollständig bauen, ne? Aber so wird das nix. Unter Kiesheim nach hierher. So, jetzt würde ich auch mal sagen, hatte ich das Thema Holz, aber wirklich, sollte der nicht dicht machen hier? Oder war das jetzt ein anderer? Nee, da stand, glaube ich. Nee, hä? Na gut, was jetzt. Ja, gut, das hier oben sind eh schon so viele. Hier ist eh schon wieder 5000 Tonnen wieder drin an Holz. Nicht zu fassen hier oben. Das läuft schon länger gut. Ja. Thema Holz ist durch. Also hier geht es jetzt schon richtig zu. Hier ist schon wieder ein kleiner Stau. Aber wir gucken jetzt mal, wie das ist mit Mettler Prometheus Flatbed Truck 30 Tonnen Holz. Ich glaube, das ist immer noch nichts, auch wenn er schön schnell ist. Ja, er macht wieder irgendwas zu. Goldminen, bla. So, Kohle. Gut, hier fährt schon viel, da machen wir nichts. Das ist ein Einser, das haben wir schon so ein bisschen auf Anschlag. 169. Was ist hier los mit dem? Er fährt schon so viel hin. Wo sind denn die Züge alle? Die müssten doch ja bald mal wieder ankommen. Ach, da kommt schon einer. Hier machen wir, glaube ich, auch nichts mehr. Wenn hier schon so viele Züge unterwegs sind. Es sei denn, das bleibt so, ne? Hier sind bloß vier. Schmeiße ich nochmal einen dazu hier. Nebengleis. Da kommt jetzt erstmal gleich einer. Und hier fahren auch schon fünf Züge. Gut, die fahren schon recht weit, ne? Also, gut, ist aber in Ordnung so. Unten haben wir noch Sonderwald West. Das ist hier hinten ganz am Arsch. Oh, hier sind 1000 Tonnen. Da könnte man noch einen machen. Die und... Na komm, zweimal die. Dass die älteren Fahrzeuge so langsam... Ja, raus... Nee, Quatsch, rausgemobbt natürlich nicht, aber... So, das passt... So, Holz. Tja, da sieht's natürlich... schon aus, ne? Wenn ich jetzt noch mehr Holz hier transportiere, dann... So, zweimal Holz. Hier hinten ist auch wieder 3000 Tonnen Holz. Da schicken wir auch nochmal zwei los. Zack, und die... Das ist ja was für die LKWs. Da gibt es auch nochmal einen dazu. Ich bin da jetzt ein bisschen zurückhaltend, was jetzt mehr Fahrzeuge betrifft, weil wir hatten ja vorhin, beziehungsweise in einer der anderen Folgen, mussten wir ja welche verkaufen, weil die dann wieder dort gewartet haben. Deshalb erstmal nur begrenzter Neukauf. Oh, Kassel-Wald schließt. Na gut, das ist dort. Die haben ja noch zwei andere Stationen zum Anfahren. So, wo war das jetzt hier unten?
So, 202 oder 206. Da, na gut, 200 Tonnen, das, da mache ich jetzt erstmal nichts. Hier oben sind wieder noch so viele Tonnen. Also hier muss ich nochmal ein paar Züge raushauen. Es kann echt nicht sein, dass hier... So, kommt das überhaupt hin? Nee, ne? Dann muss ich das Depot hier nehmen. Ich habe ja nochmal vier Züge rein. Das Zeug muss hier raus, also... Aber ihr seht schon hier schlecht, ne? Also... Weil das ganze Zeug hier verschimmelt in der Station. Kiesheim Nord, dann haben wir noch... Kiesheim Transfer, na gut, da kommt er gerade an und belädt. Dann haben wir das hier noch, hier sind 600 Tonnen. Oh Gott, wenn ich jetzt hier nochmal LKWs, dann ist die Bude ja auch schon wieder voll. Da kann ich bestimmt mal zwei nehmen. Kiesheim West, Oberkassel, das ist der hier, da sind auch schon 2000 Tonnen wieder drin. Also das Kohle, Quatsch, Kohle, Holz technisch. Das ist irgendwie am... Was so die Masse betrifft, am ertragreichsten gerade. Oh, guck mal, da gibt's noch mehr. Oberkiesheim, oh, 800 Tonnen. Ach, die einen legen das quer auf den Wagen, die anderen legen das in Längsrichtung. Oberkiesheim und dann haben wir unten noch Schönehorst Anbau. Hier sind gerade mal 1000 Tonnen drin. Wir fahren schon vier ran. Ach du große Güte. Haben wir nochmal zwei raus. Vielleicht sollte man doch schnellere nehmen. Ja, oh ja, minus 14 durch die neuen Loks. Wir sind im Jahr 88. So, was war das jetzt hier? Schönehorst Höhe? Nee, Schönehorst Anbau. Dann haben wir hier, na gut, das ist, geht hier, das ist, noch ist das überschaubar, aber ich rechne damit, dass es ja auch ähnlich eskaliert. Obwohl, hier fahren nur zwei Züge. Da schicke ich nochmal zwei los. Schönehorst Höhe.